Mein Arbeitstag beginnt natürlich nicht erst im Büro, sondern schon auf dem Weg dorthin. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie mich einfach begleiten. Schon auf dem Weg zur Arbeit kann ich hier im bequemen 7er BMW meinen Tag sortiert und bequem gestalten und beginnen. Über die Touch-Command-Lösung von Samsung habe ich die Möglichkeit, alle Komfort- und Entertainment-Funktionen des Autos von hier hinten zu steuern, angefangen von der Innenbeleuchtung über Sonnenschutz, Sitze und so weiter. Media, Radio kann ich ansteuern, aber ich kann auch auf die Apps gehen und habe die Möglichkeit, mein E-Mail-Programm zu öffnen und hier schon alle E-Mails zu lesen und natürlich auch zu beantworten. Das Besondere an dieser Lösung und an dem Tablet ist sicherlich, dass Samsung extra für den Großkunden BMW das System angefasst hat, also die Hard- und die Software verändert hat, zum Beispiel auch die Batterielaufzeit, die stärker geworden ist. Und wenn Sie dann am Zielort angekommen sind, dann klicken Sie Ihr Tablet einfach raus, nehmen es mit und sind damit den ganzen Tag mobil unterwegs. Ach Mist! Jetzt habe ich doch glatt vergessen, das Dokument für das Meeting auszudrucken. Aber wissen Sie was, das mache ich jetzt direkt von hier ins Büro. Und zwar mit meinem neuen Samsung Galaxy S7 Edge. Das ist übrigens ein ideales Handy fürs Business. Ich verrate Ihnen auch warum. Es geht um die Knox-Funktion. Es gibt zwei Oberflächen, einmal die privat genutzte und die geschäftliche. Und alles, was businessrelevant ist, landet im sogenannten Container. Und dort sind alle Daten verschlüsselt und absolut sicher. Selbst wenn ich das Telefon mal verlieren sollte oder es wird mir geklaut, kein anderer kann an diesen Container und damit an diesen sicherheitsrelevanten Daten dran. Deswegen ein absolutes Muss sozusagen fürs Business. Und genau aus dieser Funktion schicke ich jetzt den Druckauftrag ins Büro. Und was damit passiert, das sehen Sie, wenn Sie mit mir mitkommen. Also gehen wir mal zur Arbeit, ne? Und wenn ich beim Büro angekommen bin, ist es natürlich wichtig, mich sofort anzumelden, damit mein Chef auch weiß, dass ich da bin und vor allen Dingen, seit wann ich da bin. Stichwort Zeiterfassung, das heißt Zeiterfassung, Terminals und andere Systeme wie am schlimmstenfalls Excel-Tabellen auszufüllen, sind natürlich überflüssig geworden. Das kann ich mit meinem Smartphone machen. Ich lege es hier auf die NFC-Schnittstelle, werde sogar namentlich erkannt und das Zeiterfassungssystem MyTime hat registriert, wann ich zur Arbeit gekommen bin, beziehungsweise wann ich auch wieder gegangen bin. Das ist sehr komfortabel für mich als Mitarbeiter, aber natürlich auch für den Unternehmer, da er immer einen guten Überblick hat. So, und jetzt möchte ich natürlich auch noch zu meinen Kollegen. Langsam muss die Arbeit dann ja auch mal beginnen. Und da kann ich die Tür einfach durch mein Smartphone öffnen, und zwar mit einer App. Das heißt, das Thema, ich weiß nicht, wo mein Schlüssel ist, hat sich ein für alle Mal erledigt. Sie erinnern sich, ich habe ja schon aus dem Auto heraus einen Druckauftrag in die Firma geschickt. Der wurde natürlich zurückgehalten, bis ich mich mit meinem Smartphone an dem Drucker authentifiziere. Und dabei ist es egal, an welchen Drucker ich im Unternehmen gehe, der sie ja alle vernetzt sind. Jetzt erscheint mein persönliches Bedienfeld, das ich auch so programmiert habe. Das heißt, die Features, die hier drauf zu sehen sind, sind die Features, die ich am meisten und am häufigsten benutze, wie zum Beispiel Pre-Printing. Jetzt ziehe ich mir das Dokument, was ich ausdrucken möchte, schicke den Druckauftrag und schon fängt der Drucker an, das Dokument zu drucken. Es gibt noch eine zweite sehr schöne Funktion, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Scan-to-me, die Möglichkeit, ein Papier hier oben einzulegen, das gescannt wird. Und der Drucker schickt mir dieses Dokument als PDF direkt auf meine E-Mail-Adresse, die ja hinter meinem Benutzernamen hinterlegt ist. So, und schon geht's weiter. Bei MyDesk angekommen habe ich jetzt einen Überblick über die komplette Büroetage. Hier ist zum Beispiel der Drucker, wo ich eben das Dokument ausgedruckt habe und kann genau sehen, welche Arbeitsplätze sind noch frei und welche sind besetzt. Ich bin früh dran, das heißt, sind alle frei. Ich kann mir einen Arbeitsplatz aussuchen, wo ich mich hinsetze, mich mit meinem Smartphone authentifizieren. Dann erscheint hier auch der Name, das heißt, auch die Kolleginnen und Kollegen haben die Möglichkeit, mich sofort zu finden, ähnlich wie hier Sabine Süß und Hein Mück bereits im Meetingraum authentifiziert sind. Und Sie haben jetzt die Wahl, ob wir gemeinsam an einen Arbeitsplatz gehen oder zusammen in das nächste Meeting.